Hallo und recht herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial Dark Souls 3. Und zwar, Leute, ich habe hier was Cooles entdeckt. Und zwar, ihr seht ja das Krähennest da. So, zu dem Krähennest kommt man, wenn man den Turmschlüssel kauft. Das habe ich euch in einem frühen Let's Play schon gezeigt, wo man den kaufen kann, wie man dann da hinkommt. Und jedenfalls kann man, wenn man in dem Turm ist, hier hochfahren und dann kann man auf der Brücke dort hier runterspringen. Und dann diese Leiter hier runterlassen. Ist dann praktisch ein Shortcut, damit ihr hier aufs Dach könnt. Und hier auf dem Dach habe ich was echt Interessantes entdeckt. Das zeige ich euch jetzt mal. Genau, und zwar kann man hier in dem Nest eigentlich komplett unscheinbar, dass man hier gar nichts machen kann. Aber wenn ihr euer Menü aufruft, geht in euer Inventar und dann habt ihr hier Köderschädel. Ein von Düften der Seelen erfüllter Schädel, hergestellt von den Missionaren der Kathedrale des Abgrunds. Werfen, um Seelen zu zerstreuen, die Feinde anlocken. Wirkt nicht bei allen Gegnern. Genau, das probieren wir jetzt mal. Und zwar müsst ihr dann ablegen. Ja, tun wir mal zwei rein. Wie viel zurücklegen? Okay. So. So, jetzt haben wir zwei Beutel drin. Ich gehe da ein bisschen zurück, warte ein bisschen. Da könnt ihr nämlich Loot rausholen, Leute. So, probieren wir es nochmal. Gehen wir nochmal hin und schauen wir mal, was da jetzt drin ist. So, kann man das nehmen? Köderschädel zweimal. Okay, hat es nicht funktioniert. Dann probieren wir es gleich nochmal. Legen wir die mal einzeln ab. Ah, jetzt habe ich einen Schmarrn gemacht. Nochmal. Ablegen. Eins. Ja. So. So, dann legen wir nochmal einen ab. Ich habe es übrigens schon mal gemacht. Ich kann auch euch zeigen, was ich dann bekommen habe. Ja. So, gehen wir mal ein bisschen weg. Genug, genug. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch was bekomme. Vielleicht muss ich auch irgendwas anderes Glitzerndes reinlegen. Schauen wir nochmal hoch. Na, ich glaube nicht, weil der Beutel so ein bisschen durchsichtig ist. Na, nichts drin. Leider nichts drin. Probieren wir mal einen anderen Gegenstand reinzulegen. Was könnte man da reinlegen? Ein Jägeramulett eventuell. Können wir das ablegen? Ja, probieren wir jetzt einfach mal. Okay, es hat nichts gebracht. Schauen wir mal einen anderen Gegenstand nochmal. Probieren wir das mal. Duell-Amulett. Ablegen. Nein, geht auch nicht. No. That no pickle pee. That no pump.
Das nicht. Okay. Max auch nicht. Dann schauen wir noch einen Versuch jetzt noch. Und dann zeige ich aber euch mal, was ich dann bekommen habe. Rostige Münze. Ja, lege ich das mal ab. Ablegen tun wir mal zwei Stück. Ja. Nein, Max auch nicht, anscheinend nicht. Ich weiß auch nicht, wie das hier skaliert, ob man da vielleicht länger warten muss wieder, dass es dann funktioniert, aber... Ich zeige mal, was ich bekommen habe. Und zwar die Hallo-Maske. Seltsame Köpfe unbekannter Herkunft aus einem Urbaum geschnitzt. Sie sprechen, wenn sie auf den Boden geworfen werden. Diese sagt Hallo. Erkennst du die Freundlichkeit in ihren Augen? Keine Ahnung, was die bringen soll. Aber ich wollte es euch einfach mal zeigen, weil vielleicht bekommt man ja später irgendwas anderes noch, irgendwas Besseres. Ich werde es auf jeden Fall mal probieren und euch hier mit dem Nest auf dem Laufenden halten. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video ein bisschen gefallen hat, dann könnt ihr ein Abo da lassen. Dann werdet ihr auf jeden Fall noch mehr von mir sehen. So, und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao, euer Andi.